So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schönes Bergisch Land. Oder Bergisch Land? Jawohl, schönes Bergisch Land, nenne ich das mal, die Folge. So, Dinkel ist abgeerntet. Nein, noch nicht ganz. Nein, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Aber eine Fuhre haben wir schon. Und die werden wir jetzt verkaufen. Da hinten ist die Markierung. Ich würde sagen, wir machen mal eine Karte auf. Ja. Weil wie gesagt, ich kenne mich da noch nicht so aus. Wo müssten da hin? Irgendwo nach oben. Erstmal die Richtung. Oh Gottchen, ich muss mal kurz was machen. So. Ich gucke jetzt einfach mal auf die Karte. Auf die große Karte meine ich. Wenn es gehen würde. Jetzt. Wir müssen. Hier unten, ne? Ach, darunter. Hier runter müssen wir. Da haben wir hier eine Hauptstraße, hier eine Hauptstraße. Da fahren wir jetzt auf der Hauptstraße hoch zu 70 und dann hier rechts runter. Dann einfach eigentlich nur geradeaus, ne? Kommen wir gleich auf der Hauptstraße. Können wir die hier ein bisschen kleiner machen? Ist hier wieder ein Zaun? Nee. Gut. So, verkaufen wir mal einen Dinkel. Die Kohle mach. Heizung. Ja, wie ihr sagt, ich kenne die Karte jetzt überhaupt noch nicht. Ich hoffe, wir sind in die richtige Richtung. Eigentlich immer geradeaus, ne? Ja. Ja, da hinten ist der grüne Markierung. Markierungspunkt, Markierungsanzeige, man weiß es nicht. Ja, schade, dass hier überall die Zäune sind, sonst könnte man immer mal so kleine Abkürzungen fahren, ne? Ich habe meinen Markierungspunkt verloren. Ach, da ist er. Wo müssen wir hier rein? So. Wo müssen wir hier rein? Da hinten ist er. Fahren wir noch da? Nee, da ist ja die Brücke. Oh, uiuiui. Hier mal alles hier so eng bauen. Da können wir ja nie mal mit dem großen Hänger fahren. Hier waren wir doch schon mal, ne? Aber eben von der anderen Seite rangekommen, ne? Von hier hinten, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Hier unten waren wir schon mal, das weiß ich. Ah, hier steht sie auch. Landhandel. So müssen wir da jetzt hier rein, ne? Mal sehen, was wir machen.
Das Feld war dazu da, also zu unserem Land dazu. Ja. Haben wir bloß die Aberntkosten. Ja, schön. 7.723. Nice. Ich glaube, hier bei den kann man auch Diesel kaufen, ne? Oh Mist. Alles ein bisschen eng hier. Also hier können wir nie mit der großen Ladewagen fahren. Das können wir knicken. Wir können hier nur mit zwei Anhängern fahren. Ja, nicht. Ja, und den dann nur mal abkuppeln. Was ist jetzt hier lang? Halt, stopp. Ja. Und den Feldweg kam auch schon mal. Der Feldweg führt, glaube ich, zum Shop. Kann das sein? Ist es wohl nicht. Ja, wie es aussieht, kann man ja auch viel Forstbetrieb machen. Ja, aber dafür haben wir jetzt erstmal keine Kohle. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Zeug investieren in, ja, dass wir Geld machen. Nee. Sind wir schon zu weit gefahren? Nee, ja. Nee, noch nicht. Glaube ich. Nee, wir sind noch nicht zu weit. Das sind die Straßen so eng, ey. Stellen wir wieder da hinten hin. Ja. So, jetzt machen wir das andere Pack noch ab. Den Rest. Ja, mal sehen, was man dann noch so schön ist. Also, wie gesagt, jetzt holen wir uns den Dinkel.
Dann würde ich sagen, verkaufen wir noch das Stroh. Ja, wir verkaufen erstmal alles. Wir machen erstmal Geld. Aber so mal so vielleicht 100.000 haben. Und dann können wir ja, weil wir müssen uns ja noch dann eine Kruppermaschine leihen und eine Saatmaschine. Da brauchen wir auch ein paar Groschen. Ja, vielleicht ist auch bis dahin das Gras mal fertig. Können wir ja dann auch erstmal verkaufen. Weil bei den Gras habe ich kein Bedenken, weil das wächst immer wieder nach. Von daher ist das ja nicht so. Tragisch. Dass wir das auch verkaufen und erstmal nicht lachen. Was bringt es denn jetzt, wenn wir uns, habe ich immer so alles überlegt, wenn wir uns jetzt schon ein Schwein holen oder eine Kuh holen, die mal richtig Milch produziert hat, um das zu verkaufen? Oh Gott. Da müssen wir erstmal viel reinfahren. Da lieber wäre es erstmal besser, wir machen uns Geld. Und holen uns dann mal ein Silo, wo wir das alles reinbacken können. Dass wir dann, wenn wir in zwei Kühe oder zwei Schweine, mal gucken, was wir uns holen als erstes, dass wir die auch gleich füttern können. Nicht, dass die erst tagelang rumstehen und ja, nichts zu fressen haben. Das ist auch uncool, ne? Das wäre uncool. Ja. Machen wir unsere erste Kohle. 20.334 haben wir schon. Einmal frei. Ja, die Stuppeln, die nehmen wir dann nachher noch mit. Wie gut, das macht jetzt ohne das Fett aus. Ja, mal wieder ein bisschen Krater nehmen.
Ja, und dann nach und nach kommt noch ein größeres Schneidwerk. Alles nach und nach. Noch haben wir nicht die Kohle dazu. So, dann können wir auch mal ausprobieren, die Bäume da wegzumachen. Moment, das will ich jetzt gleich mal ausprobieren. Ich habe das jetzt ein paar Mal schon in Livestream, da war das einfach. Wenn wir die jetzt wegschneiden, liegen die erstmal. Ne, ich will mal was ausprobieren. Moment. Aussteigen. So. Na? Ach so war das. Ja, genau, die Maus drehen. Alles klar. Gut. Weiter geht's. Die können wir ja dann auch an der Straße, wenn es geht, abschneiden und verkaufen. Ja, der ist so nicht der schnellste. Aber mal, jeder hat mal klein angefangen. Das muss man so sehen. Jeder hat mal klein angefangen. Weil die Bäume sind doch schon Sturm. Vielleicht kriegen wir es auch auf dem Anhänger geladen. Ja, cool. Wird es noch eine ganze Ladung? Hm. Also Mähdrescher voll, also eine Hängerladung wird es nicht mehr, aber Mähdreschermäßig, wir sind bei 43%. Mal gucken. Nee, glaube ich nicht. Naja, naja. Wird keine volle Ladung. Ja, macht ja nichts. Aber da sind wir schon mal über 20.000. Wenn ich sagen wir ja jetzt schon, aber ich meine, sind wir ein bisschen mehr über 20.000. Ja. Aber
Wo eigentlich ist so ein Hof wieder hier, der große Hof. Ist wieder was für Multiplayer, ne? Ja. Aber ne, wir gucken mal, ob wir den Hof aufbauen können. Schauen wir einfach mal. Ja, haben es gleich geschafft. Na gut, ey, wir sind schon bei 91%. Vielleicht wird es doch noch eine volle Ladung. Naja, nee, glaube ich nicht. Obwohl, jetzt haben wir schon... Na, am Ende wird es nachher bloß ein kleiner Streifen. Kleiner Putzen. Na? Ja, doch, verschätzt wird noch mal eine Ladung. Ah, ja. Top. Ah, ich hupe immer. Warum muss die Null auch oben bei der das O bei der Null liegen? Oh doch, haben wir doch noch mal eine ganze Ladung gekriegt, du. Und ein bisschen. Ja, der Hänger wird aber nicht voll. Das, ich weiß es nicht. Ich will es nicht immer beschreiben. Ich habe mich jetzt auch gerade verschätzt. Ich habe mich jetzt auch gerade verschätzt. So. Machen wir den Streifen noch. Dann die kleinen Putzel, die nehmen wir auch noch mit. Ja, eigentlich steht bloß ein Putzel da noch. Ja, zwei, drei. Ja, mal gucken. So. Schöner alter Mähdrescher. Ach, und ich gleich verfahren. Fast. Ich weiß gar nicht, was man dann, was lukrativ ist. Muss man gucken, was so Weizen und sowas kostet. Weil da können wir ja wieder Stroh oder Gerste halt. Da können wir ja wieder Stroh verkaufen. Also doppelte Einnahme mit dem Feld. Weiß bloß nicht, was hier Stroh bringt. Hier steht noch Häpsel. Und wir nehmen die Häpsel alle mit. Uff. Uff. Ja. Das wäre jetzt blöd, wenn nur so 0,1% jetzt übrig bleibt. Im Metra schon meine ich. Dann müssen wir das irgendwo mal hinpacken.
Das wäre schon. Hoffentlich passen die 14% noch ein. Bitte passt noch rein. Oh, die haben reingepasst. Einwandfrei. Cool. Gut, bringen wir den mal weg. Erstmal nicht mehr. Die Einfarben. Kann man den nicht auch mit der Kettensäge absägen? Oh, bitte nicht festfahren. Bitte nicht. Hör auf. Oh, ich wollte rückwärts fahren. Oh. Gut. Reicht. Nächsten trocknen. So, noch ein Stückchen vor, dass man ausstechen kann. So, bei den Hänger. Ja, Milchkühe wäre schon nicht schlecht. Die machen Mist. Die machen dreifach. Du hast Mist, Gülle und Milch. Und die Kühe selbst. Also vierfach sogar. Gut, ja, mal gucken. Schweine hast du nur dreifach. Schweinefleisch, Mist, Gülle. Nein. Naja, gut, wir springen über den Zaun. So, verkaufen wir noch die Ladung. Ja, da würde ich sagen, das war's dann für heute, ne? Verkaufen noch die Ladung. Dann. Ja, 85%. Na gut. In der nächsten Folge machen wir dann. Hier ist Stroh. Würde ich sagen. Gucken, was wir da für Kohle kriegen. Mal sehen, was wir da für Kohle kriegen. Fahrzeug ist kaputt. Oh, jetzt warte ich ein Vollgas geben. Wird die Folge zu lang. Eigentlich müssten wir doch auch hier der Ablage zumachen. Wenn wir so auf der Straße, sonst fliegen ja die ganzen Spelzen raus. Dann müssen wir die Straße wieder kehren.
die Bäume. Er gehört zum Dorf, aber mein Güte. Macht er heutzutage keiner mehr. Weil die Trecker immer größer werden und die Hänger immer länger. Macht keiner mehr das so eng. Alles immer umgebaut. Ja, so ist es heutzutage. Ne? Hänger werden größer, Hänger werden größer, Mähdrescher werden gigantischer. Erntemaschinen, also allgemein Erntemaschinen werden gigantischer. Ja. So, was haben wir noch gemacht? 6.634. Einmal frei, nicht schlecht. Gute Ausbeute heute gemacht. Gute Ausbeute. Über 10.000. Also gute 14.000 und ein bisschen. Oder? Bin ich jetzt gerade falsch? Was hat man vorher? Ne, 15.000 haben wir. Und ein bisschen. Was hat man vorher? Ja. 15.000 und ein bisschen haben wir gemacht. Oder? 14.000 und ein bisschen. Oh, ich weiß nicht mal, was wir vorhin hatten. Ja, sagen wir mal gute 15.000. Gut, ihr Lieben, ja, ich fahre jetzt zurück. Gopple schon mal den Ladewagen an. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Und vor allen Dingen viel Spaß bei LS19. Tschüss. Tschüss.